Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen C++ Tutorial auf meinem Kanal. Ich habe heute was Cooles vor, und zwar möchte ich ein Dreieck zeichnen, ein Dreieck in der Konsole zeichnen. Und nicht nur das, sondern ich werde hierfür auch eine Klasse definieren. Ziel und Zweck der ganzen Geschichte ist natürlich Übung. Also so bekommst du in den nächsten Minuten die Logik mit von integrierten oder eingebetteten Vorschleifen. Also ich werde eine eingebettete Vorschleifenstruktur nutzen, um genau dieses Vorhaben zu realisieren. Und außerdem gerade für die Leute, die C++ lernen, es ist ja auch wichtig, dass du ja den Umgang mit Klassen ja zu einer Selbstverständlichkeit für dich machst, ne? Also, ich lege los, und zwar definiere ich eine Klasse, Class Triangle. Ja, Triangle. Und das hier ist der Zugriffsspezifizierer, der Access Specifier Public. Und hier kommt auch schon das erste Attribut, nämlich die Höhe des Dreiecks. Gut, das ist Height. Jetzt der Konstruktor. Der Konstruktor nimmt einen Parameter entgegen, und das soll eben die Höhenangabe des Dreiecks sein. Was wir noch brauchen, ist eine Methode, eine Draw-Methode. Die Draw-Methode gibt keinen Wert zurück und nimmt auch keinen Parameter oder kein Argument entgegen. Also void als Rückgabewert und void hier zwischen den runden Klammern. Super. Gut, das sind hier die Prototypen, und jetzt kommen eben die Definitionen. Zunächst einmal Triangle. Bis Height ist gleich Height, ne? Gut, prima. Und jetzt ist wichtig, was klappt denn hier nicht? Cannot be defined in the result type of a function. Ja, klar. Also nach einer Klassendefinition kommt ein Semikolon. Guck mal, wie viele Fehlermeldungen hier angezeigt werden, nur weil ich ein Semikolon vergessen habe, denn dieses Semikolon schließt die gesamte Klassendefinition hier ab, und jetzt sind alle Fehlermeldungen verschwunden. Super. Gut, jetzt kommt die Definition der Methode. Wichtig ist dabei, dass ich oder dass du hier, wenn du hier mitprogrammierst, was du ja auch tun solltest, ne, das eben nach der Include-Anweisung machst. Also hier nach der Include-IOStream-Zeile setze ich die Definition der Methode Triangle. Ja, Triangle als Präfix ist natürlich unverzichtbar, weil das ja hier die Methode der betreffenden Klasse ist, ne? So, gut, was passiert hier in der Void Triangle Draw und so weiter Methode? Nun, hier kommt die erste Vorschleife. Ist gleich 0. Ich sage hier, i ist gleich 1, genau. Und i ist oder soll kleiner gleich Height sein. I plus plus. Dann kommt eine weitere Vorschleife. Innerhalb dieser Vorschleife, also auch hier, da sage ich jetzt mal k, ne? K und i sind leichter voneinander unterscheidbar als i und j. K ist gleich i. Ich erkläre dir den Code im Anschluss daran. Lass mich erstmal tippen. Und k ist kleiner als i, ne? Genau. K plus plus. Genau. K kleiner gleich i. Nee, hier muss. Quatsch. Das ist ja hier.
Hier setze ich K auf 0, genau. Sonst wird es hier ein totaler Quatsch. Und innerhalb der, ja, dieser Vorschleife hier kommt eine Cout-Angabe. Und hier will ich einfach ein Zeichen ausgeben. So, also schauen wir uns das mal an. Hier, ja, haben wir ja die Höhe des Dreiecks, ne? Die Vorschleife, die äußere Vorschleife beginnt mit I gleich 1. Dann geht es direkt in die innere Vorschleife. Und beim ersten Durchlauf, also sagen wir mal, halt soll jetzt mal 3 sein. Wir stellen uns das jetzt mal gedanklich vor. Beim ersten Durchlauf, ja, wird die innere Schleife genau einmal ausgeführt. Ne? Also einmal x wird ausgegeben. Dann geht es wieder in die äußere Vorschleife. I wird auf den Wert 2 gesetzt. Und dann geht es wieder in die innere Vorschleife. Und die innere Vorschleife, diese Cout-Angabe, wird zweimal ausgeführt. Letztendlich werden hier so viele x ausgegeben, ja, wie der Wert von i ist. Okay? Und ja, nach jeder Zeile folgt dann auch hier so ein Zeilenumbruch hier, ne? Wie du es in der Zeile 19 siehst, ja? Okay, also, das hier ist die Definition der Draw-Methode. Jetzt gehen wir mal in die Main-Funktion. Ich erstelle jetzt mal so ein Objekt, so ein Triangle-Objekt, my Triangle. Ja, so. Ja, der Konstruktor braucht einen Parameter, nämlich die Angabe der Zeilen. Und was ich jetzt mache, einfach mal so, um das Ganze zu überprüfen, ich gebe jetzt hier die Höhe aus, ne? Bei triangle.height. Okay. So, und die Fehlermeldungen, ja, die verschwinden auch. Da ist Xcode sehr schnell drin. Ja, das ist normalerweise ein Vorteil, nervt aber beim Tippen, ne, wenn du ständig nur rot angezeigt bekommst. So, super. Okay, ausführen das Ganze. Build succeeded. Prima. Dann sollten wir auch die Konsole zu sehen bekommen. Ja. Und warum nicht? Ah doch, da haben wir noch die Konsole hier. Hier haben wir es. Genau. Höhe des Dreiecks. Ja, 3. So war es gedacht. Und wenn ich das umändere, ne, 15. Okay. Dann ändert sich natürlich auch die Angabe in der Konsole. Okay, super. Nur einen kleinen Schönheitsfehler hat die Geschichte noch, denn ich habe hier ein Klassenattribut als public festgelegt. Das ist nicht der beste Stil, deswegen ändere ich das auch um, denn wir brauchen hier keinen Zugriff auf die Klassenattribute bzw. auf dieses konkrete Klassenattribut. Ich mache hier noch einen Zugriffsspezifizierer private, genau, und ja, jetzt kann der Zugriff von außen auf die Höhe nicht mehr erfolgen. Und das ist auch richtig so. Das ist auch besseres Programmieren. Ne? Gut, dementsprechend, ja, sagt er ja, der Zugriff ist jetzt nicht mehr möglich auf die Höhe. Dementsprechend bekommen wir hier auch eine Fehlermeldung. So sollte das auch sein.
Denn ja, wir wollen ja nicht die Höhe jetzt ausgeben, sondern wir wollen das Dreieck zeichnen. Und dafür rufe ich schlicht und einfach die Triangle-Methode hier auf, my Triangle Draw. Ja? So, okay. Und nun schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Build succeeded. Und da haben wir auch tatsächlich unser Dreieck hier. Ne? Mal hier. Sieht doch ganz gut aus, aber es kann natürlich auch besser aussehen. Tja, und um die Anzeige in der Konsole so ein bisschen aufzupäppeln, mache ich nämlich noch was anderes. Ich binde hier ein anderes Modul noch mit ein. Include IO Manip. Das hier ist ein Modul, das ja, Funktionen enthält, mit deren Hilfe du die Ausgabe, unter anderem die Ausgabe in der Konsole gestalten kannst. Und dafür nutze ich hier die setw-Funktion, die in IOManip enthalten ist. Präfix nicht vergessen, Standard setw. Und hier lege ich auch fest, ja, den Raum, den jedes einzelne Zeichen einnehmen soll. Also jedes ausgegebene X soll den Raum, die Breite von zwei Zeichen in der Konsole einnehmen. Ja, gut, hier mache ich mal 10 draus. Und nun das Ganze noch einmal ausgeführt. Dann siehst du, dass wir ja hier eine schönere Ausgabe bekommen, ansehnlicher auf jeden Fall. Ne? Gut, und damit eben die letzte Zahl jetzt auch nicht direkt am Dreieck klebt, mache ich auch noch Folgendes. Ja. Nochmal ausführen. Super. Ne? Ich kann hier ZW meinetwegen auch auf 3 setzen. Das ändert sich dann dementsprechend. Kommt wieder sowas hier raus. Ne? Oder ja, probieren wir ruhig mal 5 aus, wie das dann aussieht. Ja, ja, ne? Gut, das Dreieck ändert natürlich auch seine Form, ja, in Abhängigkeit eben von dem Wert, den du hier der ZW-Funktion übergibst. Ne? Okay, ja, aber das sieht ja schon ganz nett hier aus. Ja, und im Prinzip, ne, was haben wir denn hier gemacht? Lass uns noch mal rekapitulieren, was hier passiert ist, was ich hier veranstaltet habe. Also, ja, ganz am Anfang die Klassendefinition und ja, hier haben wir eben die Prototypen, einmal den Prototyp des Konstruktors, dann die, ja, den Prototypen der einzigen Methode, die ich hier verwende. Noch einmal Klassenattribute, ja, am besten privat halten und jeden Zugriff, ja, wenn denn zugegriffen werden soll, durch ja, eigene extra Methoden noch ja, kontrollieren. Aber wir wollten jetzt hier keinen Zugriff haben, weil wir einfach keinen Zugriff benötigt haben. So, also hier direkt nach der Klassendefinition kommt die Definition des Konstruktors, ganz klar, hier wird einfach dem Klassenattribut Height genau der Wert übergeben, der beim Erstellen des Triangle-Objektes als Argument eben dem Konstruktor mitgegeben wurde. Ne? Gut, ich sagte ja, dass die Definition der Draw-Methode nach include IOStream kommen sollte, beziehungsweise nach include IOManip, ganz einfach deswegen, weil ich ja hier die Cout-Funktion hier verwende. Ich verwende hier Cout und Cout ist hier eben in der IOStream, in dem IOStream-Modul enthalten und das gleiche gilt hier für die ZW-Funktion, die ich ja oder die wir ja hier mit dem Modul IOManip hier bekommen haben. Ne?
Okay, deswegen eben die Methodendefinition nach den Include-Anweisungen. Die Main-Funktion ist sehr einfach. Ich meine, klar, ich lege hier ein Objekt an und greife dann auf die Draw-Methode zu. Gehen wir noch einmal hier in die Vorschleifen. Also hier die äußere Schleife, ja, wird eben, ja, wie oft durchlaufen. Das ist nämlich Abhängigkeit in Abhängigkeit von der Höhe, ne? Also wir haben ja hier beispielsweise 10 eingegeben und so bekommen wir auch 10 Zeilen hier, 10 Zeilen zu sehen. Und ja, also gut. In der inneren Schleife wird halt gemäß der Zeilenanzahl, gemäß dem Wert, der in I dann abgelegt ist, ja, genauso oft wird dann eben so ein Zeichen hier ausgegeben. Ich kann ja auch ein anderes Zeichen hier verwenden, meinetwegen hier so ein Sternchen, dann bekommen wir eine andere Anzeige hier, ne? Klar, dann bekommen wir hier sowas hier raus, ne? Also das ist, ja, ist dann halt dir überlassen, was du hier als Zeichen verwenden möchtest, ne? Gut, ja, hoffe, dass die Logik hier klar ist. Wenn nicht, dann einfach mal, ja, einfach mal ein bisschen auf dich einwirken lassen, ne? Irgendwann fällt der Groschen, ja, also da hast du allen Grund, optimistisch zu sein, ne? Ja, okay. Also, falls dir das hier ja gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch und ich würde mich auch darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Ja, nicht nur das, nicht nur ich würde mich freuen, sondern ich bin sehr sicher, dass ja, du dich freuen wirst, wenn du meine Tutorials, die ich in Zukunft noch hochladen werde, ja, zu sehen bekommst. Denn ich habe hier noch was Großartiges vor mit dem Kanal und aktuell veröffentliche ich ja Python-Tutorials, C++-Tutorials, Tutorials zu HTML Canvas und hier ja, werde ich noch zahllose, sehr spannende Projekte angehen. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich dich hier als neuen Abonnenten begrüßen könnte, ne? Jetzt sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Tschüss und bye bye. Bis zum nächsten Mal.